Die vielen Lehrer und Schüler an unserer Schule geraten oft in Bezug auf die Kleiderordnung aneinander. Deshalb wird seit vielen Jahren darüber diskutiert, ob es sinnvoll wäre, an unserer und anderen deutschen Schulen eine Schuluniform anzuschaffen. Ist eine Schuluniform erdenklich oder ausgeschlossen? An der Ursulinschule in Fritzlar steht in der Schulordnung die Kleiderordnung unter dem Allgemeinverhaltenspunkt. Ja, die aktuelle Kleiderordnung bei uns an der Schule ist sehr schwammig formuliert, meiner Meinung nach. Es gibt keine klaren Ausrichtungen, was ich tragen darf, was ich nicht tragen darf. Es gab mal, hat mir jemand erzählt, der hat gesagt, es steht drin, keine anzüglichen Klamotten. Und wenn man jetzt Fußfetischist ist, sind Sandalen anzüglich, aber die Sandalen sind nicht verboten. Also es ist sehr schwammig formuliert in der Schule und ich finde, da müsste ein bisschen klarer eine Struktur rein, eine klarere Aussage. Dort wird deutlich gemacht, welche Art von Kleidung bzw. welcher Kleidungsstil nicht getragen werden darf. Die Länge von Röcken und Shorts muss angemessen sein. Spaghettiträger, Springerstiefel sowie Baufallkleidung darf nicht getragen werden, da die Kleiderordnung oft nicht eingehalten wird, da sie zu undefiniert erscheint. Stellt sich uns die Frage, ob Schuluniformen das Problem lösen würden. Durch das Nicht-Einhalten der Kleiderordnung fänden Sie es sinnvoller, eine Schuluniform anzuschaffen oder die Kleiderordnung zu überarbeiten? Das ist immer eine witzige Frage, weil in der gesamten Schule man immer wieder Leuten begegnet, die Jogginghosen tragen. Man muss sich mal vorstellen, dass Schüler tatsächlich auch nicht gewillt wären, wenn alle Lehrer immer nur mit Jogginghose rumlaufen würden. Und ich finde tatsächlich, dass man da mal überlegen sollte, ob man zum Beispiel so ein Jogginghosenverbot einführt, um einfach so ein bisschen mehr die Verantwortung den Schülern zu übertragen, so in der Schule anzukommen, wie sie es auch für angemessen halten. Also angemessene Kleidung heißt nicht immer, wie zu Hause auf dem Sofa mit Jogginghose umzurennen. Das fände ich zum Beispiel einen Punkt. Wenn dies dann so geändert würde, wäre ich tatsächlich dazu geneigt, jemanden anzusprechen, der jetzt nur Jogginghose anhat. So ganz spontan finde ich gar nicht unbedingt, dass wir die Kleiderordnung an der Schule nicht so sehr einhalten. Fällt mir subjektiv jetzt nicht so auf. Natürlich hat eine Schuluniform viele Vorteile. Man würde wahrscheinlich das Gemeinschaftsgefüge stärken. Allerdings würde auch dementsprechend die persönliche Einstellung vielleicht, die man hat, oder die Persönlichkeit, die man mit seiner Kleidung ausdrücken will, würde dadurch fehlen. Also ich finde, dass man selber immer noch das anziehen darf, was man anziehen möchte, wenn es im Rahmen bleibt natürlich. Würden Sie Schüler darauf ansprechen, wenn sie die Kleiderordnung nicht einhalten? Ich denke, solange das im Rahmen ist, würde ich es nicht machen. Ich glaube, zu jeder Generation gehört auch ein gewisser Kleidungsstil. Bei Spaghettiträgern vielleicht ist es in unserer Generation viel normaler oder ein bisschen bauchfrei zu sein wie in anderen Generationen. Ich denke, solange das im Rahmen ist, würde ich es tolerieren, ja. Die Vorteile von der Schuluniform wären, dass man sich nicht ausgeschlossen fühlt, Geld keine Rolle spielt, man nicht für sein Aussehen beurteilt wird, die Lernsituation wird ruhiger, da es keine Wettbewerbe um Kleidungen gibt, es entstehen keine Diskussionen über Outfits im Sommer. Diese Probleme kommen für häufbar Mädchen auf und es ist natürlich zeitsparend. Die Nachteile durch die Einführung der Schuluniform wären, dass man sich persönlich nicht weiterentwickeln kann. Der eigene persönliche Kleidungsstil kann nicht ausgelebt werden und ist somit auch nicht mehr vorhanden. Und deshalb rücken materielle Dinge in den Vordergrund. Darüber hinaus könnte es vorkommen, dass sich manche Schüler nicht wohlfühlen können. Wärst du für eine Schuluniform? Ich bin da sehr zwiegespalten tatsächlich, weil auf der einen Seite sehe ich die Vorteile, wie zum Beispiel, dass da eine klare Richtlinie für gibt, was ich anziehen darf und was nicht. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass man ja selber sich durch seinen Style selber identifiziert und ausdrückt, wie man sich fühlt und wer man ist eigentlich. Also es ist meiner Meinung nach ein sehr schwieriges Thema, aber tendenziell wäre ich bei uns an der Schule schon für eine Schuluniform, weil ich finde, das passt auch zu dem Image unserer Schule und ich denke, das würde viele Probleme beheben.
Also ich wäre eher dagegen, weil die normalen Klamotten den Charakter einer Person beschreibt und ich finde, das ist wichtig für eine Person. Mhm. Und was hältst du von der jetzigen Kleiderordnung? Also ich finde es ein bisschen schade, dass eher die Mädchen diese Einschränkung haben und dass man nur halt Schultern bedecken muss und sowas, weil im Sommer ist es halt echt schwierig, jetzt zum Beispiel mit langen Hosen in die Schule zu kommen, weil man dann halt auch sehr schnell anfängt zu schwitzen. Wir haben eine gespaltene Meinung über dieses Thema, da wir finden, dass eine einheitliche Schulkleidung dazu führen könnte, dass Konflikte über Wohlstand und Kleidung zu vermeiden sind. Da wir aber eine Privatschule sind, die einen großen Wert auf Individualität setzt, würde dies nicht ganz mit ihren Werten übereinstimmen. Man müsste sich dennoch einen passenden Lösungsansatz für unsere Schule überlegen, da Schüler und Lehrer oft aneinander geraten. Dieser wäre zum Beispiel, die Kleiderordnung gerade im Sommer an Mädchen anzupassen, da diese oft eingeschränkter in ihrer Kleidungswahl sind als die Jungs. So müsste man konkrete Angaben zur Länge der Hosen angeben. Unter anderem sollten gewisse Oberteile wie bauchfrei in einem gewissen Maß erlaubt werden, sodass sich in Zukunft Schüler und Lehrer fair behandeln und es nicht zu Konflikten kommt.